Hallo, liebe Internetfreunde, hier ohne Wanderhorde, ganz allein am alten Haus und ich übergebe in der Schaltzentrale, wo es richtig Kloppe gibt, zu Palen und Nordisch, bitteschön. Wir werden unterdrückt. Ja, militärisch. Militärisch unterdrückt. Okay. Oh, scheiße, und da schießt auch noch daneben. Wahrscheinlich wollen sie nur die ganzen Zuschauer abgraben und haben überhaupt gar nichts, verstehst du? Das ist eine Wanderhorde nur mit... Ja, das ist schön, das ist schön. Das ist, die haben es gut. Ja, ich finde es gut. Also macht alle natürlich wieder, passt auf euch auf, ne? Und ja, seht zu, dass nichts kaputt gemacht wird. Rennst du hinter dir, Palain, nicht auf mich schießen. Nimm Mollys, das ist viel spannender, nimm Mollys. Ich hab mich gerade weggerollt. Oh, ich kann mir schicken. Ja. Palain, ich nicht. Oh, ich schieße auch eine Scheiße zusammen hier. Auch hier mit diesem Telekinetisch. Oh, da kommen noch ein Schutzanzug. Eine zweite Welle. Hä? Ja, natürlich. Habe ich Telekinese gehört? Ja. Jetzt bin ich im falschen Film oder was? So. Oh, Nachtsichtgerät, da freue ich mich. Du gehst ja nachts eh nicht raus. Das ist richtig. Du gehst ja eh nicht raus. Ah, wieder mal durchschnaufen, ey. Ich hab ein Bier, aber irgendwie nützt es nichts. Ah, ich hab genügend Points, um... Schatz, Treasure Hunter, bam! Verstehst du? Zack! Bin ich tot! Der stand doch dumm in der Gegend rum. Ui! Oh, hat er mich noch erwischt, die dumme Sau. ABC-Schürzen sind auch alle weg. Oh. Aber da kommt ja noch einer. Was wollen die denn alle hier? Mann, haben die ganze Hose! Der Vorteil ist ja, im Schneebiom, da hast du echt genügend Wasser. Das ist korrekt. Da kommen ja noch mehr da hinten. Was ist denn halt so? Ich bring Brauch... Die hin, ist mir an der... Ich bring brauchbare Erde mit, ne? Also so... Ja. Ihr könnt ja dann schon mal so ein bisschen Erde aushupen, ausgraben und dann... Wir haben gerade andere Sorgen. Oh, echt, ich kann mal Arbeitsaufträge geben, gut. Läuft ja mit dem Team hier. Ja, läuft insofern ganz gut. Wir kommen ja klar, aber trotzdem. Naja. Oh. Hinter dir, Palain. Hinter dir, weg, Palain. Ah, ich weiß. Ich höre was. Ach, was du wo weißt. Da, guck. So hat das auszusehen. Umfallende Zombies, das will ich sehen. Oh, was haben wir hier Schönes? Oh. Na, ich kann gar nicht alles aufnehmen, so eine Sauerei. Muss erst mal ausmüllen gleich. Leere Gläser, wo sind denn leere Gläser? Oh mein Gott. Hab ich mitgenommen. Das ist doch nicht so, ich mag ihn. So. Und der Sack kommt weg. Gucken, dass wir. Oh. Muss nichts liegen lassen. Boah, ey, aus nächster Nähe treffe ich den nicht. Das ist doch. Boah, jetzt aber Ruhe und Puff. An. Den haben wir. Muss ich erst mal ausmüllen. Was? Da kommt noch einer! Verarscht, komm. Komm wir zurück. Los. Das war. Und das war. Was für ein Stress. So, da ist ein Wasser drin, sagt er. Okay, dann packen wir da mal ein bisschen Wasser rein. Wo seid ihr? Ah, da hinten. Ich müll hier erstmal alles rein, das müssen wir gleich sortieren. Ich muss nur erstmal. Ja. Wir haben ja schon einen Zombie im Haus. Ja, Mann. Und der wollte nochmal. Ja, gut, kann so, seht mal zu, dass jetzt ein bisschen sauber gemacht wird. Ich komme jetzt. Ne? Also. Ist schon fertig. Ja, ein bisschen durchwischen feucht. Ja. Genau, ins gemachte Nest hockt der sich dann. Ne? Das fährt der Herr. Was? Ich habe hier extra eine SMG für dich gelootet. Ja, siehst du, so, ne? Komm mal klar, ne? Also. Hast du schon geladen? Ist sie schon geputzt? Hatte ich die Kappen geladen. Da kann man auch Schleifchen drum machen, ne? Muss man nicht so schenken. Das kennen wir schon. Ja, wir kacken ihn erstmal gleich schön in der Nacht oder vor dann nochmal schön in den Schlafsack. So ich hätte gerne andere mit Freunde. Pflaumen vorher. Verstopfung sonst kriegen. Volle Ladung.
Wenn du so Freunde hast, brauchst du auch keine Zombies mehr. Ja, genau. Das ist unser Schneebiom ist direkt neben dem Wüstenbiom. Das ist richtig, das doch. Wie im richtigen Leben. Wie im richtigen Leben, genau. Kennt man doch. Ah, das nennt man die globale Erwärmung. Oder warst du nie Kakmandu gewesen, oder was? Kakmandu. Kakmandu. So. Okay. Okay. So. Dankeschön, leer gemacht. Das hier ist Händler und Händler. Warum habe ich hier die Doppelhändler? Das ist totaler Quatsch. Muss mal ganz kurz absteigen. Und auf die Map gucken. Händler 5. Händler 5. 3. Händler 3. Händler 5. Okay. So. Im Schneebiom zieh ich mir mal der dicke Pulli an, ha? Ja, man kann das Hemd offen lassen. Also der erste Knopf muss man nicht zumachen. Ja. Ja, muss ich auch gleich. Wie war das? Minus 30 Grad, der Lappe macht das Klofenster zu. Genau. Das ist die Hütte? Echt jetzt? Scheiße. Geil, oder? Hammer. Das ist der Palast. Okay, komm, wir ziehen um. Ja, das ist ja nicht so, das Riesen... Was denn damit? Das ist doch viel geiler. Was? Ja, hier. Da hinne. Ach, jetzt sind wir hier. Das ist in der Stadt. Das ist Beton. Da hinten. Na gut, jetzt sind wir da. Noch können wir umziehen. Ja, dann guck doch mal. Ich fahr mal hin. Hier, die Richtung. Guck mal da hinten, das Gebäude. Dran, ganz da hinten. Das ganz ist da aber hinten. Genau die Grenze, die ich aber vorhin schon gesehen hatte. Wo ihr noch gesagt habt, oh nee. Nee, dann natürlich nicht. Nee, dann natürlich nicht. Dann nehmen wir die Holzhütte. Alles gut. Sollte sie eigentlich sein. Wo ist mein Brumm? Okay. So. Das ist mein Brumm. Also, ab und ja, dann haben wir schon eine Kiste, wo wir uns reinmüllen können. Was ist denn der Dreck hier? Mehrere Kisten sogar. Diverse Kisten. Ah, super. Jetzt können wir uns gleich hier Aloe holen, das ist auch schon mal nicht schlecht. Waffe. Das ist gut, ne? Ja, super. Ich brauche mal eine Ausmüllkiste. Oh, das ist noch nicht mal. Dann nimm die zweite von unten. Die zweite von unten. Ah ja. Ein Schneezombie im Wüstenbiom, genau. So. Das lassen wir mal. Gut. Ja, was ist denn? Oh. Okay. Das müssen wir hier erstmal ein bisschen bearbeiten. Nee, Zombie. Ja, Louis turnt mich so ein bisschen an, muss ich sagen. Da muss ich so. Oh, das ist gut. Aloe. Glend Claim Block habt ihr noch nicht gesetzt? Nee, dann haben wir vergessen gehabt. Okay, dann setze ich mal. Den hast du vergessen gehabt, genau. Mhm. Genau du. Hast du schon richtig erkannt, so? Ja. Du bist schon ein bisschen frisch hier. Ja. Das täuscht. Ja. So, Land Claim Block steht. Dun, 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 sehr gut. Bin in der Wüste und hab minus 9. Achso, minus 8, alles klar. Ja, in der Wüste kann es kalt werden. Oh, und nicht jetzt. So, erstmal weg mit dem Schiss. Wir brauchen Platz in dieser Hütte. Da müssen wir mal bauen. Ein Vogelnest. Ja, ich fange schon mal gleich an Holz zu hacken, weil das werden wir mal brauchen. Ja, ich setze gleich auch mal Bäume. Ich habe ja Samen mitgebracht. Ich warte drauf, ja. Du hast ja auch schon auf die Zunge gebissen, ne? Ist schon klar. Extra nicht. Diesmal nicht.
Ja, wollen wir gleich Flagstone setzen, jo, ne? Ja, unbedingt. Ja, ich denke, jetzt das Holz rum. Jetzt ist, ja, Holz ist Geschichte. Und wir setzen auch gleich einen anderen Radius, ne? Dass wir hier ein bisschen größere, ja, müssen wir ne? Gucken. Und so. Kuchen. Stein haben wir ja da. Honig gefunden. Bam, 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 bam. Mhm. Oh, da Honigschwung. Ui, 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 ui. Vorsicht, zärtlich, zärtlich, zärtlich. Moin. Wo, oh, Stein? Wo haben wir Stein? Haben wir Stein? So. Dann machen wir erstmal ein bisschen Pickels. Stein. Steinpflaster. Pflasterstein. Ja, dann brauchen wir auf jeden Fall noch Lehm. Lehm so ein bisschen. Ja, stimmt. Lehm. Ich mach erstmal. Erstmal 300. Ich mach erstmal 300 Steine. Erstmal gucken. Wie wollen wir das denn hier ausbauen? Ich würde sagen, hier sollten wir den Eingang so ein bisschen schützen. Wir brauchen auf jeden Fall einen zweiten Stock. Ja, ja, das auch, aber ich will erstmal den Außenbereich. Erstmal müssen wir die Außengrenzen ein bisschen vergrößern. Die Baufläche ist viel zu gering. Okay. Ja, ich würde aber schon sagen, dass wir eher nach oben hinbauen. Dann können wir uns dann weniger Fläche leisten. Ja, umso weniger Ressourcen brauchen wir nachher. Genau. Mhm. Ja. 1, 2, 3 Blöcke, 4 Blöcke. Wollen wir in 4 Block Abstand, ansonsten soll ich da eine Mauer ziehen? Klingt gut. Sollte eigentlich reichen, oder? Könnten natürlich auch. Nein, das machen wir nicht. Nee, das finde ich doof. Ja. Wo soll denn der Garten hin? Kann das mal einer irgendwie so halbwegs markieren? Oder ist egal, soll ich mal mich kümmern? Oder wo? Wo? Nein. Ihr guckt ja, doch, wo halbwegs flach ist. Hier ist nicht halbwegs flach. Wie unsere Witze, wie unsere Witze. Schwierig. Ja. Rezepte, so, Flagstone. So. Flagstone Plattenblock. Block. Oder sollte ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr craften? Dauert aber 40 Jahre hier. Eine Workbench. Stein. Hast du eine Forge schon gesetzt? Ja. Gut. Doch am Kokeln. Da hinten, da wo es brennt. Da aber ein Lagerfeuer brennt. Noch nicht. Aber ein Lagerfeuer hat er noch nicht gemacht, ja? Ach doch. Wo? Ach, guck. Wo? Du warst doch hier, du warst hier doch noch nie drin. Erzähl doch nichts. Du warst hier noch, da guck doch da hinten, da. Wo gehört das? Wo, ach so. Gehört das Campfire hin? Wo gehört das Campfire hin? Mann, 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 Mann. Sagte mal. Immer was. Diese Nasten. Oh, Stein. More Stein. EZT. Guck mal, wenn man da oben. Ups. Noch eins höher, ich weiß es nicht. Dann werde ich nochmal, haben wir schon Eisen? Haben wir das auch schon hier? Ja, jede Menge. Dann würde ich nochmal ein paar Schaufeln machen. Ups. Oh! Vorsicht, hier ist am Arbeiten. Das war ein Zufall und wenn, tut's mir leid. Das häusliche Gewalt. Ja. Me too. Was? So, mal gucken, dass ich hier blind über irgendwas im Zimmer hier. 1, 2, 3. Corny, das weiß ich gar nicht, ob die das können. Das wäre interessant. Die können nichts. Da, Guck mal, ich glaube aber nicht. Ich glaube von der Höhe, zweiter Stock. Guck mal über dich. Ist das okay so? Ja, muss wohl, ne? Ja, sonst muss ich halt das Dach verlegen. Ja, irgendwie. Ja, das Dach können wir eh abschrauben. Denke schon. Dann hacken wir das Dach weg. Ja. Hack doch mal weg. Dann ist auch Ruhe, ne? So. Eben. Ja, schön Flachdach drauf. So.
Also ich habe jetzt 4 breit vom Haus, habe ich jetzt erstmal Flexstone gesetzt. Dann müssen wir mal sehen, ob wir das nachher ausnutzen. Flexstone, 4 breit. Ah ja, okay. Ja, das sieht gut aus. Perfekt. Gut, 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 gut. Okay. Können wir ja einen Beton machen, dass wir dann eine Verteidigungsmauer haben. Dann ja. Aus dem zweiten OG dann runterschießen oder irgendwas irgendwie machen. Wenigstens einmal aufgewertet, das müsste schon was bringen. Ja, einen Beton habe ich ja auch dabei, das ist nicht so das Thema. Kann ich eigentlich auch gleich mal mit vernichten hier. Ich habe ja Beton. Voll produktiv, alle basteln hier wie wild am Haus. Eigentlich hätten wir es neu bauen können. Du kannst deinen Tod auch leichter haben. Eine falsche Scham. Meine Feinde! Auch ein Leben. Very nice. Huch. Okay. Ja, Conny, aber eine Sache kann ich auf dem Weg schon mal mitgeben. In dem neuesten Update zur Starvation wurde die Chance, dass du eine Gouge findest, leicht erhöht. Also das ist eine der Änderungen. Also es ist jetzt wieder ein Stückchen, nur ein kleines Stückchen einfacher, eine zu finden. So. Mäh. Wer mut denn darum? Hä? Mäh. Spaß, ne? So. Haben wir jetzt hier schon Ziegen? So, da oben müssten wir, das müssten wir weghacken, damit das Dach langsam die Stabilität verliert. Dann ist es nämlich einfacher, dass es zusammenklappt. Bevor wir das alles abtragen müssen. So viel Stein habe ich im Ohr nicht mit. Ich lebe. Wo haben wir denn Leben? Da haben wir Leben. Ups. I make invisible. Grüß dich. Muss man was fordern? Nicht in meinem Bike was zu fordern? Hm. Nee, ich glaube, Essen haben wir gar nicht eingepackt. Ah, ich schon. Ach so. Jetzt finde ich es auch lustig. Ich habe noch 32 Fleische drin. Da den ich gleich jetzt aufgefuttert habe. Warte mal, was mache ich denn hier eigentlich? So Unsinn. Du schon futtern jetzt. Ja, ist Unsinn. Das stimmt. Gut, Rappisch! Jo, wo ist denn das? Ach, ich habe ja noch eine Stahlschaufel. Das ist geil. Du kannst drüben auf der haltenden Wand, die kannst du sozusagen absäbeln in der Längsachse. Jo. Lehm. So, jetzt fällt die Schule gleich runter und schlägt uns unten die Werkbänke kaputt. Ja, aber nur, wenn wir Glück haben. Nein, eigentlich nicht. Das sollte nicht passieren. Ne? Nein, sollte nicht passieren. Ja, das ist jetzt. Wenn nicht, müssen wir nochmal neu bauen. Bauen wir ja sowieso schon fast, also von daher. Nee, wir decken jetzt nur erstmal das Dach ab. Und bauen noch andere Außen. Ja, im Prinzip bauen wir fast neu. Aber. Ja. Ja, aber am nächsten machen wir ein bisschen mehr. Im Schneebiom war nun wirklich nicht viel zu finden. Ja, da hat man jetzt wirklich nicht die große Auswahl. Mhm. Nee. So, aber so ist auch mal nicht schlecht. Sollen wir mal ein bisschen was anderes zu tun? Ja. Das ist jetzt halt Teil der Herausforderung dieses Konzepts. Wow. Oh, es bewegt sich. Ja, es bewegt sich. Ey.
Sehr gut. Läuft. Bevor die erste Horde kommt, müssen wir hier mit den Grundsachen fertig werden. Ja. Ja. Ja, ich weiß, Erdgeschoss wollte ich so nachts nicht unbedingt empfangen. Nee, muss nicht sein. Überhaupt nicht. Och, na ja. So, Stones, Dalop, Steine, Rezepte. Rezepte. So, da. Ding. Wo machen wir denn den Aufgang? Ja, vielleicht am besten zum, zum Hügel hin, oder? Aha. Und spielst schon wieder mit Freunden? Mhm. Ich zeige nur, was, ja. Barmann-Freunde. Naja, das klappt, glaube ich, so nicht. Was denn? Ich mir das hier vorstellen mit dem Eingang. So, was wolltest du machen? Ach so. Okay, ja. Schon, das. Ich, wir können das ja auch aus Beton machen, beziehungsweise aus Flexstone gleich hier, oder? Ja, so mal. Musst du noch ein bisschen Craft noch nebenbei, sonst... Ja, ja, ich da keine, keine Hektik. Hm. Das ist so klein irgendwie. Muss hier mal weghauen. Was kriegen wir hier? Ist das Schnee oder was soll das sein? Meine Axt ist auch das durch. Bleiben. Snowballs. Ja, meine Axt ist auch irgendwie durch. Haben wir noch? Nee. Müsste ich neu craften. Verdammt. Huch. Wir müssen auch jetzt ja. Mal. Ich nehme mal die Schaufel, dass wir da wenigstens. Obwohl, ich habe ja da noch eine Schaufel. Also, wo setzen wir... Was braucht ihr jetzt nochmal? Tja, wenn ich das so wüsste. Also eine Axt, ja, auf einmal eine Axt. Die ist in Gang. Sonst noch was? Ich brauch auch eine Axt, Forged, ja. Forged Iron. Zum Reparieren. Da. Okay. Das haben wir. Werkzeugmäßig, meine ich. Tu denn das, was Essen und Trinken angeht, mal in die untere Kiste, oder? Wir haben uns noch gar nicht sortiert und ein Teil ist auch noch drüben bei der alten Hütte. Ja, ja. Oh, Ausdauer am Arsch. Ich brauche eine andere Schaufel. Haben wir noch ein Bier? Ich hab einen Auftrag. So. So, wollen wir ein kleines Päuschen machen. Jo. Jo. Weiß gar nicht, wer war. Plane, warst du? Du warst vor, ne? Plane. Nein, jo, wurscht, aber egal. Keine Ahnung. Naja. Dann mach ich's einfach. Dann mach ich halt. Weil ja, kannst. Mach es. Ich mach es. Okay, ja, dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, ich verabschiede mich und gebe das Wort weiter an Nordisch. Ja, schön, dass ihr da wart. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge in Napoleon wieder. Macht das gut. Und Asrak. Ja, schwer am Schaufeln. Wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.